Häufchen gemacht. Die haben Hühner? Ja, die haben Roboterhühner. Robot Chicken! Auch übrigens eine saugeile Serie. Neue Folgen. Ja, ich glaube nicht, weil Seth Green ist gerade irgendwie so dermaßen eingespannt. Der macht jetzt für die WWE eine Cartoon-Serie. Er macht diese Sitcom. Ich weiß gar nicht, ob die noch läuft, aber wo er mit seinem Vater irgendwie zusammen und bla. Das sind übrigens bloß Saftfässer gewesen, die ich eben aufgesammelt habe. Okay. Saft. So heißen sie, naja, aber aussehen aus tun sie. Saft kann Wein werden. Saft. Ich schmeiß mal 6 Wasser weg. Saft. Saft, saftiger am saftigsten. Russige Kruste? Na, wer kennt das noch? Auch wieder keiner. Auch wieder Luis. Wieder keiner, oh mein Gott. Ich weiß genau, was du meinst. Was denn? Nee, das verrate ich nicht. Hm. Dann sind dann immer alle. Ne? German Physicist Axel Stahl. Was? Russige Kruste, habe ich gesagt. Das hat nein, Axel aber Stoll wieder gesagt. Keiner. Nee, das habe ich. Nö, das war wirklich, weil es einfach, weil ich viele Scheiß kenne, den sonst keiner mehr kennt. Ja. Das war aus Turtles der Film, Leute. Mann, ich bin wahnsinnig enttäuscht. Ah! Den habe ich vielleicht einmal gesehen. Ja, und das gibst du so offen zu. Jetzt also, sagt er ja. Wieder, ich soll nach dem Kickbutton suchen. Nee, das sucht schon nach dem Hinrichtungsbutton. Also. Das war mein zweiter Kinofilm. Mein erster Kinofilm war Ariel die Meerjungfrau. Und mein zweiter Kinofilm war Turtles. Und mein Vater ist eingeschlafen. Und ich dachte so, warum schläft der eins so voll geil? Yeah, ja. Turtles! Einer meiner ersten Kinofilme war Tron. Wow. Ja, Tron ist geil. Als erster Kinofilm ist das. Den habe ich erst Jahre später gesehen. Also kurz vorm Release von Tron 2 hier. Ja. Also zumindest, woran ich mich erinnern kann. Da war unter Garantie noch ein bisschen was anderes. Na, ich weiß, mein erster Kinofilm war tatsächlich Ariel und mein zweiter war Turtles. Und dann mein letzter Disney-Film im Kino, also letzter Zeichentrickfilm im Kino von Disney, war dann Pocahontas. Und der war so scheiße, dass ich gesagt habe, nee. Und dann habe ich halt die Pixar-Filme, habe ich einige im Kino gesehen. Also Chana, wir müssen echt mal darüber reden, wie du die Wooden Platforms hier platzierst. Weil die gehen nur noch mit dem Double Jump und den haben wir nicht. Ja, das Mist für euch. Ja. Bleib wenigstens hier, wenn ich dich mit Zeug zuschmeiße. Okay, ich bin ja in ausgeräumten Häusern angekommen, das heißt. Ich glaube, mein Inventar ist voll. Ja? Ja, baue eine Kiste. Ja, baue jetzt eine Kiste. Ich habe sogar eine Kiste dabei, die habe ich doch. Ja, dann stell die irgendwo hin und dann mache ich den Rest irgendwann. Habe ich noch was, was ich wegschmeißen kann? Das stell die irgendwo hin, hat nicht. Er gesagt. Okay. Ja, ich habe im Moment gerade keinen Platz dafür. Ich muss hier das Haus bauen. Shader, kommst du mal wieder auf unseren Planeten, dass du unser erquickendes Heim bald mal sehen kannst? Ja, ich muss ein bisschen was abladen. Das geht unser gar kleines, nicht mehr. Unser kleines, beschauliches Häuslein. So, erstmal beam ab. Dann hier sind Schutzschilde mit Blümchen und drauf. Wäre das nicht was für unsere Sonnenblume? So, soll ich jetzt meinen Gianna mit allen Sachen, die ich geplündert habe, vollschmeißen? Kannst du nicht, mein Inventar ist schon voll, das hat nämlich Ozzel schon gemacht. Und entsprechend bitte ich darum, einfach zu Ozzel zu gehen und da die Kiste zu benutzen, die ihr gerade schon. Die Kiste zu benutzen? Die Kiste wird nicht reichen. Ja, dann baue halt 2 oder 5. Ja, ich habe 3 hingestellt. Ja, auch okay. Aber eine ist schon voll. Halt, ich habe halt keinen Platz, ich muss hier auf das Haus baut. So, hier hinten machen wir mal zu. Das sieht sonst nicht aus. Das ist ja nichts hier. Ich brauche mehr Steine, Leute. Ihr müsst mir Cobblestone geben. Oh, und die ganzen Viecher fahren da hier in den Stockwerken. Ja, aber dann gibt es wenigstens mal genug Fleisch und Pixel. Ja, wobei, die, wenn das innen ausgerichtet ist, glaube ich, spawnen die nicht mehr so. Also in dem Haus spawnen die ja nicht so unbedingt. Doch. Ja, auch? Ja, da rennen okay. Welche rum. Das ist schlecht. Aber hier kommen gerade Schüsse, ja, genau, danke, China. Ja, ich bin auch gut angeschlagen dank den Viechern, weil so viele waren. Ich konnte diese ganzen Hüpfsäcke nicht alleine besiegen. Auch fertig. Ihr kommt da ja teilweise gar nicht hoch, weil das zu hoch ist für euch, ne? Ah. Weil das zu hoch ist für uns, was er uns hier wieder unterstellt, ne? Ja, wenn ihr so klein seid, kann ja keiner was für. Gabi. Ich kann Double Jump. Wie sagst du?
So, okay. Ein bisschen geerntetes Gemüse ablegen. Ach, es reicht schon nicht mehr alles. Das können wir alles so lassen. Das wird unser awesome Eingangsbereich. Das wird so ein bisschen golden auch. So, und schön und edel. Dann baue ich hinten zum Ausgang baue ich eine Hunting Cabin. Mach das auch, ja, wieder weg alles. Ja. Ja, hinten raus geht's ja runter in so ein, ne? Und da kommt dann in den Raum, wo die Tür ist. Mir wurden irgendwelche Truhen versprochen. Ja, die sind ganz oben links. Oben? Wir waren oben? Ja. Okay. Das Haus hat irgendwie 4 Stockwerke oder so. Weil das zieht sich so einen Hang hoch. Das ist ganz, ganz nett. Ich hab den ganz Überblick schön verloren. Ja, das kann ich verstehen. So, mal ein bisschen was ernten. Oh, der Mais ist gut. Es gibt Mais! Es gibt Mais! Okay. Habt ihr das gesehen, diesen epischen Move? Habt ihr das gesehen? Nein. Schreibt's in die Kommentare. Nein. Geht doch nicht, mit euch rede ich doch gar nicht. Ich habe momentan ganz andere Probleme als irgendwelche Moves. Ich und den. Die Grooves. Oh. Wie kann ich denn, was wäre denn so am edelsten als Background, als Backdrop? Diamantgestein. Ja. Spiegel. Ja, Spiegel. Gibt es Spiegel? Nein. Weil Cobblestone Brick im Hintergrund ist jetzt nicht wirklich edel. Das ist eher Dungeon, wenn ich jemanden foltern will. Naja, es gibt ja unterschiedliche Metallarten. Später kriegt man ja auch noch den Portable Printer, mit dem ihr dann so ein paar Hightech-Blocks craften kann. Ich will jetzt was haben. Ja, jetzt ist dann halt ein bisschen, Ja, danke. Da kann ich zumindest mal was zeigen. Wo haben wir es denn alles? Erstmal sortieren. Ich versuche mal mit Woodrock, wie das aussieht. So, ich habe zum Beispiel gefunden. Ja. Wieso kann ich hinten. Jasmin, das sieht gut aus. Das ist golden. Das ist. Naja, nee, im Hintergrund sieht es scheiße aus. Das ist eher so kackbraun, dann. Das ist nix. Wenn das so was Goldenes wäre schon ganz geil, aber halt nicht dieses Kackbraun. Das ist nix. Außerdem habe ich halt gefunden. Ja, Fenster, das ist. Ja, aber das. Ich kann nicht den ganzen Raum verfenstern, das sieht ja auch nicht aus. So, ich habe auch mal einen Teleporter-Core habe ich unterwegs gefunden und ein paar Meta-Module-Components. Die werden wir ja auch bei Zeiten wieder brauchen. Das ist richtig. Wir brauchen halt. Also, ich brauche was halt edel aussieht, weil das soll so quasi unser Eingangsbereich sein. Falls wir Gäste haben, so. Teppichmäßig. Die Gäste, die kommen bei uns doch niemals wieder. Die Bittsteller. Die sollen ja erstmal denken, es ist nett. Und dann fühle ich es ja. Ich werde auch noch einen Dungeon einbauen, aber da habe ich auch schon eine Idee für. Aber ich bin später. Aber ich erstmal. Will eine Absinthbar. Ja, kriegen wir auch hin. Ah, die Floranerin will irgendwas von ihrem Vermieter. Die Miete. Oh nein. Warum liegt hier Stroh? Ja, alles klar. Hack. Weil es ein Florana-Haushalt ist. Guck doch mal, wie groß unser Haus wird. Das könnte aber auch das wird wunderschön. Ja, also die Ressourcenkosten sind etwas größer. Nein, das ist Quatsch. Ich muss erstmal die Kisten kontrollieren, ob wir irgendwas haben, was ich da reinpacken kann, sinnvoll. Ich brauche Hintergründe für mein Haus. Gib mir halt diesen gelben Scheiß, den du da hast. Gib mir das einfach. Alles, was du hast. Wie viel hast du davon? 12, gib mir alles, was ja, ich habe halt nichts weiter abgebaut. Ich ja, dann geh los und hol! Du, das braucht ziemlich lange, um das Zeug abzubauen, das ist. Das ist mir egal. Das ist für unser Haus. Ich baue, du holst. Aber Effli, du hast dir schon was dabei gedenkt, wie du die Räume hier eingedeilt hast. Jetzt antwortet er nicht mehr. Oh nein, das war's. Ich dampfe gerade. durchaus ja. Nur nicht so ganz hundertprozentig. Es ist erstmal eine grobe Einteilung von meiner. Schneididee, wie ich das zusammenbasteln will, aber grundsätzlich hat das alles so ein bisschen Sinn, ja. Warum? Grundsätzlich. Sieht das nicht so aus? Nee, ich habe nur gerade überlegt, weil da unten sind Räume mit unterschiedlicher Größe. Und ja, so das ist, damit es nicht so ganz einheitlich ist, damit es nicht langweilig wird. Und unsere Schlafzimmer werden dann hier oben sich finden und der letzte Raum auf der linken Seite ist dann unser Hunting Cabin, von dem aus wir einen wunderschönen Blick ins Tal haben. Von dem aus wir natürlich auch einfach sagen können, okay, wir erschießen die Tiere von hier oben, dann können sie uns wenigstens nichts tun. Wie das halt so ein richtiger Texaner macht. Ja, aber also P, das Porträt von William Glitchspear ist genial. Ah ja. Gehorcht sich so.
Ich werde auch noch Treppen verlegen, dass das nicht so mit den Plattformen ist. Ich habe keinen Platz im Inventar. Doch, ein bisschen doch dafür schon. Jetzt hast du Blümchen, die kannst du auch in den Hintergrund setzen. Ja, ne, das ist ja nichts für so einen Empfangsraum. Das können wir ja nicht machen. Wir sind ja keine... So, warum bin ich jetzt eigentlich hierhin zurückgerannt? Weil ich habe doch gar keine Beute dabei. Um mir Blümchen zu geben. Ja, ist doch auch was Schönes. Ja, ich meine. Da kann ich erstmal nichts sagen, Gegner. Oh, haben wir noch irgendwelche Truhen? Tina, ich brauche mehr voll von diesen Softblocks. Au. ASAP. Von was? Holz? Von den Softblocks. Was sind Softblocks? Wenn du mitgebracht. Da im Glitch-Zeug nochmal bist, da gibt es so im Hintergrund. Die sehen so ein bisschen wie, ja, wie kann man die am besten beschreiben? Ja, wie Lehm eigentlich, ja, kann man sagen. Okay. Davon brauche ich noch. Nochmal so 300, 400. Bitte holen. Okay, nur, das geht ja eigentlich. Bitte holen, jetzt. Ich muss mir aber erst... Jetzt. Nein, ich muss mir erst eine Flak craften. Jetzt. Warum kann ich keine Flak craften? Wie ging das? Weiß ich doch nicht, was du da schon wieder machst. Du brauchst dafür ein bisschen Zeug. Kupfer und 20 Fabric, okay. Fabric, darüber können wir reden, aber Kupfer, oh, da muss ich ja... Da muss ich ja in die Wohnung zurück. Batch. Metalblocks. Weiß, ich habe Probleme. Ja. Aber unser Jana kann zumindest jetzt mal in den Truhen nachgucken, was da so alles an schönen Sachen drin liegt. Ja, das mache ich dann auch. Aber vor allem auch den Deko-Kram. Brauch Softblocks, Leute. Schnell. ASAP. Könnte mit Clay dienen. Brauch Softblocks, ASAP, Leute. Bad Dirt, Sand und so weiter. Softblocks. Ganz einfach. Der lässt nicht mit sich verhandeln, ne? Nee. Aber wir versuchen es zumindest im Gegensatz zu ihm. Da ist, glaube ich, gerade was gestorben. Ach, das war der eine Zivilist, der eine NPC. Das ist nicht so. Ja, er kommt wieder. Ja. Aber er hat sogar eins umgebracht, so wie es aussieht, oder er hat Geld verloren. Das kann man. Obwohl, da hat er gar keine Waffe, dann kann er sich ja eigentlich gar nicht wehren, ne? Die wissen schon, auf unserem Planeten die einzigsten, die Waffen tragen dürfen, das sind wir. Kant. Okay, das hängen wir schon mal hier hin. Ja, das lief gerade. Löwenzahn? Nee, da gerate ich halt immer ins Mitmachen bei der Starbound-Musik. War das nicht traurig, dass er gestorben ist? Der Peter. Ja. Also ich meine, ich kenne kaum einen in meiner Altersklasse, der es nicht gesehen hat. Nee, eben. Der es auch nicht irgendwie gern gesehen hat. Das wird auch noch genauso ein trauriger Tag, wenn Christoph stirbt. Ach, Wahnsinn. Stimmt, ja. Sendung mit der Maus. Da hat ja, da erinnere ich mich immer noch an das Schlafexperiment, wo er sich nachts gefilmt hat und dann, oh, ich gehe nachts aber mindestens einmal raus und so weiter. Und dann aber wirklich, die haben das dann gezeigt. Also, Softblock siehst du hier im Hintergrund. Das sieht nice aus. Ja, deswegen, ich brauche davon ganz viel, bitte. Ja, ich gehe ja gleich nochmal auf Jagd. Auf Jagd nach Hintergrundobjekten, ja. Ich weiß immer noch nicht, wo jetzt die richtige Höhe ist, wo ich entlang gehen kann. Okay, hier nicht! Ah! Okay, vierter Stock muss ich nehmen, wenn ich zu Channa will. Böse Avocados! Die verfolgen mich jetzt mein Leben lang! Aber zur Strafe werde ich sie essen und auslöffeln und so. das ist immer noch eine falsche Höhe. Vielleicht solltest du mehr, mehr Dingsbums, du weißt schon, mehr Durchgänge machen. Ah, oder ja, das kommt alles noch, aber ich bin noch nicht so weit. Ich bin ja noch am Vorbereiten der ganzen Geschichte. Oh nein, ich habe eine Schnecke erschossen, die war Kollateralschaden. Ich will jetzt nur erstmal den ersten Raum fertig kriegen, dass ich den fertig habe. Arme Schnecke. Und dann arbeite ich mich hoch, das ist auch schön. Möchte ich auch haben, bitte. Ganz cool. Kann ich denn... Ich möchte nur eins hochheben. Nicht alles. Das ist das Problem, das geht nicht. Mit dem Rechtsklick kannst du es auch irgendwie nur hälfteln. Hälfteln, ja, ich weiß. Da musst du es halt mehrfach hälfteln. Ja, doll. Dolle Sting.
Ganz toll hast du das gemacht, Ossi. Ganz toll. Weißt du? Jetzt bin ich's wieder. Ja, wer sonst? Ich war's nicht. Hier ein Hay-Pile, Hay-Row. Ja, das ist edel. Ich lege hier so einen Sack Mehl hin. Naja, schon weiß ich, welches Zimmer meins wird. Oh, Schilder. Ja, das ist gut. Was hier? Sowas. Oh, das sind Schilde. Da kann man die an eine Wand hängen? Nee, da gibt's schon ein Deko-Schilde. Ja, ein paar Deko-Schilde, die ich mitgebracht habe, kannst du an die Wand hängen. Ja, okay. Aber frag mich jetzt nicht, in welcher der Kisten. Ich hab die einfach irgendwie... Ich setz mich jetzt erstmal auf den Schaukelstuhl, aber ich kann nicht schaukeln. Oh. Aber das ja, besser ist unbedingt auch. Modden, einen Schaukelstuhl, der wackeln kann. Ja. Aber da müssten sie auch die Charakteranimationen anpassen. Das ist auch korrekt. Erstmal hier Copperbar einschmelzen. Ja, das habe ich schon gesehen. Okay. Ich glaube, ich habe erstmal alles, was ich so brauche. Ich brauche, Braucht ihr die Flagge Copper oder Copperbar? Copperbar. Ich brauche Softblocks, Freunde. Ja, ich mach ja nur. Also. Ja, eben, du machst nur. Aber nicht das, was man dir sagt. Ich mach alles. Das viele Worte bringe ich bei unserer geheimen Schatztruhe hier unten. 899 Healing Water. So, wie komme ich jetzt am schnellsten zu dem Glitschdorf zurück? Das ist die Frage. Also ich bin rechts lang gegangen. Ein hasenohriger Gemüsling. Gesundheit. Ach, da hat China hier so eine Säule vergessen. Ja, irgendwann habe ich nicht mehr abgebaut, weil das so ewig lange braucht. Ich brauche Softblocks, Freunde. Wir faulenzen also. Na okay, drei fiese Caballeros. Ja. Da darf man auch mal faulenzen. Aber übrigens, ich habe was vergessen zu sagen. Gesundheit. Nee, ich brauche Softblocks. Ich kann dir Dirtblock und Stone Rubble geben. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt hatte. Ich dachte, ich erwähne es nochmal. Ja, wir hätten das glatt vergessen. Ja, siehst du, dass ich es nochmal erwähnt habe. Ich kann nämlich den ganzen Scheiß, den ich an die Wand hängen will, nicht an die Wand hängen, weil ich keine Wand habe. Da stehen recht viele von den Säulen. Ich brauche Softblocks. Ich brauche keine Säulen, ich brauche Softblocks, Freunde. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Das ist doch nie so schwer. Das sagt er, der die ganze Zeit baut und hier ja. So den Rest. Willst du lieber bauen? Willst du es lieber machen? Kann ich machen, wenn du dann sammelst? Nein. Aber dann regt er sich wieder auf, ist ja nicht schön. Das ist nicht symmetrisch. Ja, oder zu symmetrisch oder alles. Ne? Ja. Also so geht's nicht hier. Freundchen. Hier ist ein Fisch, der in der Pfütze lebt. Ja, ich hab über das Healing Water mitgenommen und die Fische verunwilligt gelassen. Ja, nee, da hätte er überlebt wohl, weil ihn das immer wieder heilt, aber da hat hier nur zwei Block frei zu schwimmen, auch wenn er eben mal an Land gehüpft ist. Ja, das ist ja das Böse an Flüssigkeiten. Du kannst bloß so und so viel sinnvoll absaugen und der Rest, der bleibt dann so immer so ein Mini-Pfützchen übrig. Aber hier waren noch drei kleine Mini-Pfützchen, die ich noch mitnehmen konnte. Sehr übersichtlich. Komm, ich habe jede Menge schon zurückgebracht. Du siehst ja, was da. Aber keine Softblocks. Ja, doch. Aber nicht genug. Ohne mich wüsstest du ja gar nichts davon. Noch mehr. Ich meine, war ja irgendwo das Ziel der Sache, dass du erstmal so ein paar Deko-Elemente siehst, weil ich habe dir noch ein paar andere Steine mitgebracht. Brauch aber mehr. Und so ein paar dunkle Steine hauptsächlich. Brauch mehr. Von was brauchst du eigentlich weniger? Oh, eine Frühlingstruhe. Säulen bisher. Die sind ziemlich sinnlos, weil die kann man nicht im Hintergrund bauen. Doch. Nein. Doch, also... Ah, ja, okay, doch, es geht. Ja, okay, ich hab's rausgefunden. Man muss erst die Wand ziehen und dann kann man das nebendran setzen. Wenn das so in ja, das ist klar, okay. Dann muss ich habe ein Modeverbrechen begangen. Du hast Glitch-Sachen angezogen? Nein, einen Blumentopf unten rum. Ja, das ist in Ordnung. Das kann man mal machen. Ja, du darfst ruhig Mode von dir überlegenen Rassen anziehen. Was war das denn? Bloß weil ihr den Krieg gewonnen habt. Ne? Wolltest du ein Motorrad gerade machen? Nein, das war Franz Kaulquaps Wütgeräusch. Oh, hier sind noch Softblocks. Ja.
Wie gesagt, die brauchen relativ lange, um abgebaut zu werden. Brauch Softblocks. Erwähnt's nur. Ach, ich hab schon mal Obsidian abgebaut, das dauert länger.